auch kein Problem mehr wäre, aber wir arbeiten sehr eng mit den Projektfrauen zusammen. Das heißt, dass wir auch mittlerweile Zoom-Meetings machen können und auch telefonieren können und WhatsAppen können. Dadurch haben sich ganz tolle Freundschaften auch entwickelt. Ich war im Verein für Asien und für Afrika, insbesondere für Afrika, zuständig. Großer Prozentteil an den Projekten war tatsächlich in Uganda. Das lag daran, dass sich bei den Projektfrauen ein ganz tolles Abrechnungssystem entwickelt hat. Also wirklich diese Graswurzelorganisationen, die plötzlich so toll berichtet haben und so abgerechnet haben wie ein BMZ-Projekt. An diese Ansprüche stellen wir tatsächlich auch mittlerweile. Das heißt, so da liegt so mein Fokus draus. Ich könnte natürlich auch aus Peru erzählen, Bolivien erzählen. Aber weil Frau Randzio heute nicht da ist, würde ich gerne einleitend mal so 1,5 Seiten vorlesen aus ihrer Schrift. Das ist nämlich tatsächlich die Einleitung. Feministische Entwicklungspolitik. Frauen sind knapp die Hälfte der Weltbevölkerung, aber nur 2% der über 4 Milliarden Frauen leben in Staaten, die Geschlechtergerechtigkeit und Gender Empowerment zu politischen Zielen gemacht haben und entsprechend handeln. Diese genderaktiven Staaten zählen zu den 10 Staaten, die das Weltwirtschaftsforum in seinem Gender Gap Bericht 2023 zu den Gender Champions erklärt. Staaten wie die nordeuropäischen Staaten, Deutschland, Irland, Neuseeland gehören dazu, aber teilweise auch Länder wie Nicaragua, Costa Rica und Ruanda. Indien als größtes Land der bekleideten Rang 135 im Gender Ranking. Diese erschütternde Feststellung muss dazu führen, dass die Weltgemeinschaft die UN-Agenda 2030 in den wenigen Jahren bis 2030 entschlossener denn je in Richtung Geschlechtergerechtigkeit und Gender Empowerment umsetzt. Denn, das ist Frau Randzios Leitspruch, ohne Frauen kann es keine Entwicklung geben. Bereits die UN-Millenniumserklärung in ihren 8 Zielen und der traurigen Schlusserklärung 2015. Aber die Weltgemeinschaft versagt bei der Umsetzung von der UN-Agenda trotz der jährlichen eindringlichen Appelle des UN-Generalsekretäres. Es ist also wichtig, dass Regierung und Zivilgesellschaft immer wieder neue Wege gehen und Gleichberechtigung, Frieden und Entwicklung von der Weltgemeinschaft einfordern und fördern. 1984, in Erinnerung an die erste deutsche Entwicklungsministerin Marie Schley, gegründete Marie Schley-Verein, trägt seit 1984 zum Gender Empowerment vor allem in Vietnam, Sri Lanka, Westafrika, Uganda, Nicaragua, Peru und so weiter und so fort. Frauen wollen ein gutes Leben, sie wollen sich organisieren. Das machen sie, indem sie Gemüsetreibhäuser zum Beispiel aufbauen, in den peruanischen Anden, in den Sahara-Wüstengebieten im südlichen Afrika, in Elendsvierteln von Großstädten wie Mexiko oder Montevideo, in den Projekten zu Landwirtschaft und Tierzucht, zu Bäckereihandwerk oder Schneider- und Schmuckherstellung. Das ist tatsächlich irgendwie wichtig, weil das hört sich eigentlich ganz einfach an. Wir haben zum Beispiel Zugang zu Wasser. Das haben viele Frauen nicht. Sie haben nicht nur Zugang zu keinem Geld, zu Ressourcen, sie haben keinen Zugang zu Wasser. Wenn wir so einen Projektantrag bekommen, dann gehen wir den durch mit einem klassischen Fragenkatalog, aber auch noch darüber hinaus und fragen uns dann, kann dieses Projekt zum Beispiel auch ökologisch überhaupt durchgeführt werden? Also gibt der Boden das überhaupt her, was die Frauen machen wollen? Manchmal sind es auch so Ideen, die die Frauen haben, eine Maismühle zum Beispiel aufzubauen. So eine Maismühle zu kaufen, das ist noch in Ordnung. Aber wie wird die Maismühle überhaupt betrieben? Können die Frauen das? Trauen die sich das überhaupt zu? Und dann kommt es häufig tatsächlich dazu, dass dann die Männer aus dem Dorf sagen, ach, das könnt ihr alle nicht. Und dann sagen, das übernehmen wir und die Frauen dann wieder rausdrängen. Und deswegen ist es wichtig, dass halt tatsächlich auch auf dieser Basis wirklich auch die Frauen gestärkt werden und dass sie halt, wie gesagt, Solidarität untereinander zeigen, dass sie geschult werden, dass sie Motorräder zum Beispiel reparieren können. Auch das, wir setzen uns auf dem Auto, auf dem E-Scooter, auch mit unserer Karte, düsen irgendwie durch die Gegend, teilweise zu zweit. Das gibt's nicht, die haben keine Führerscheine, die haben keinen Zugang zu Benzin. Und mittlerweile gibt es sowas. Und wenn man Frauen dann sieht, die auf den Motorrädern dann in die Städte fahren, die wohnen ja auch weit weg, also diese Bilder, die wir teilweise vor uns haben, wo Frauen riesige Körbe auf dem Korb tragen mit zermatschtem Gemüse und dann
5 Stunden irgendwo in die Stadt laufen, um dann mit 50 Cent im besten Fall wieder nach Hause zu kommen. Und jetzt haben sie Motorräder, die fahren sie selber, die können sie auch noch vermieten, die können andere Frauen mitnehmen, die können die Ware von den anderen Frauen mitnehmen und haben ganz tolle Stände da auch entwickelt und Genossenschaften zum Beispiel entwickelt. Und ich glaube, gerade dieser genossenschaftliche Danke, den gibt es ja hier in Deutschland auch nicht mehr so viel. Aber das ist was Tolles, weil die Frauen irgendwie lernen zu teilen, sich gleichzeitig zu unterstützen, gemeinsam Geld zu verdienen, gemeinsam auch tatsächlich Land zu erwirtschaften oder Land zu bewirtschaften, Land auch zu kaufen. Landrechte, riesengroßes Thema. Wir haben in Südamerika zum Beispiel 20 Frauen dabei unterstützt, ihr Land, was ihnen eigentlich gehörte, anwaltlich so das durchzubringen, dass sie wirklich diesen Landtitel bekommen haben und dass der ihnen nicht mehr weggenommen werden kann. Auch das sind Projekte zum Female Economic Empowerment, die wir als Verein unterstützen. Ja, ja, wow, danke, dass du da so viel erzählst. Das finde ich richtig so super, super spannend. Ganz kurz, BMZ hat es jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Genau. Nur, dass das nochmal klar ist. Und wolltest du noch weiterlesen? Nee, du kannst gerne fragen. Ja, mich würde total interessieren, wie jetzt, wenn jetzt Frauen vor Ort sich überlegen, was brauchen wir denn, was wollen wir denn, wie treten die denn an euch heran überhaupt? Wie entsteht dann so ein Erstkontakt, sage ich mal? Ist da eine Person vor Ort dann oder wie erfahren die davon, dass es euch gibt? Also, da gibt es natürlich auch den Buschfunk. Ja. Den gibt es da auch. Wir haben auch teilweise Leute vor Ort, die dann Organisationen für uns tatsächlich besuchen und dann sagen, die wären geeignet, aber ich kenne noch jemand anders, könnten die nicht mal einen Antrag bei euch stellen? Buschfunk ist ein riesengroßes Thema, aber natürlich sind die mittlerweile auch so gut aufgestellt, im besten Fall, dass sie auch das Internet benutzen können und auch schauen können, welche Organisationen in Deutschland oder woanders solche Projekte unterstützen und kommen dann auch teilweise selbstständig auf uns zu. Mhm. Was wichtig ist in dem Fall, ist tatsächlich, wenn wir Projektpartner nicht kennen, dass wir Referenzen benötigen, also dass wir auch wissen, wer dahinter steckt. Oder dass halt tatsächlich Personen vor Ort, mit denen wir halt eng zusammenarbeiten, einmal hinfahren, sich das angucken, auch nochmal kritische Fragen stellen, die an uns zurückspiegeln, wir dann nochmal telefonieren, ob wirklich alles gegeben ist, was wir auch erwarten oder erwarten müssen, auch im Sinne unserer Spender und Spenderinnen. Genau, und das sind was ihr wartet, ist zum Beispiel auch, dass die Leute quasi dranbleiben und sowas, ne? Also, dass sie sich wirklich ein gutes Konzept überlegt haben und auch bestimmte, also wenn sie jetzt sagen, okay, wir brauchen so eine Mühle und dafür brauchen wir Strom, dann, dass sie erstmal sagen, wir brauchen Strom oder so, ne? Ja, als erstes sind es so die harten Fakten, die auf den Tisch kommen. Das ist zum einen, dass sie als Organisation, als soziale Organisation tatsächlich auch vor Ort eingetragen sind und anerkannt sind. Das geht nicht anders. Es gibt viele Länder, denen das mittlerweile sehr, sehr schwer gemacht wird, also soziale Organisationen tatsächlich anerkannt zu, also wo wirklich Gelder dann auch weggenommen werden. Gibt einige Länder, in Äthiopien zum Beispiel, wo der Staat das eigentlich nicht mehr gerne möchte, dass von außen Gelder reingesteckt werden. Sie müssen tatsächlich 3 Jahresberichte abgeben, sie müssen ihre Statuten abgeben, sie müssen ihre Organisationsstruktur abgeben. Wir wollen, dass mindestens 60%, also über die Hälfte der Beteiligten natürlich auch Frauen sind. Ja. Es hat sich auch gezeigt, dass es aber auch gut ist, wenn ein Mann involviert ist. Also ich bin gar nicht, das bedeutet ja Gendergerechtigkeit und Gleichgeschlechtlichkeit. Also im besten Fall arbeiten wir halt wirklich alle zusammen. Es geht ja nicht nur um Politik Frauen für Frauen, sondern dass es wirklich in das Bewusstsein kommt, dass wir auf diesem Planeten zusammenleben und dass wir zusammenarbeiten, ohne missmütig zu sein. Und es gibt genügend Erhebungen auch, dass Frauen tatsächlich, wenn sie empowered werden, dass wir um 30% unsere Produktivität zum Beispiel steigern können, dass es den Kindern besser geht, dass es gut ist für unsere Welt, wenn es Frauen besser geht tatsächlich.
Ja, und das müssen die Männer dann ja auch verstehen. Es ist ja super, wenn sie das dann verstehen und unterstützen möchten, ne? Genau. Es gab was ganz schwierig war für uns, war die Corona-Zeit, also nicht nur für uns hier, sondern es gab eine extreme Stadtflucht natürlich. Die Menschen, insbesondere die Männer, die ihre Frauen zu Hause gelassen hatten, die hatten keine Arbeit mehr, sind nach Hause gekommen, da war nicht genügend zu essen für die, die waren gefrustet, also da ist insbesondere die Gewaltquote extrem nach oben gegangen zu dieser Zeit. Kinder sind nicht mehr zur Schule gegangen, Jugendliche, die Jugendlichen Schwangerschaftsquote ist extrem nach oben gegangen. Die sind auch nicht mehr zusammen zurück zur Schule. Und es gab ein Projekt in Bangladesch. Das war ein Projekt für 300 Frauen mit einem ganz tollen Verein dahinter oder einer ganz tollen Organisation. Die haben zum einen Schneiderhandwerk, aber auch Viehzucht gelernt und so erste tierärztliche Fähigkeiten erlernt. Und die Männer sind zurückgekommen und die Frauen hatten es tatsächlich geschafft, mit diesem Einkommen dann ihre Familien auch zu ernähren während der Corona-Zeit. Und das hat zu so einem Umdenken geführt, dass dann auch, teilweise ist das ja sehr patriarchisch auch in diesen ländlichen Gebieten aufgebaut. Das heißt, es gibt den Dorfvorsteher und darunter gibt es dann nochmal Männer und irgendwann sind die Frauen dann auch eingeladen worden und haben gesagt, ja, aber schaut doch mal, was wir irgendwie hinbekommen haben. Und dann war es erstmal so und dann, ja, stimmt, hören wir uns mal an und vielleicht habt ihr irgendwie doch irgendwie was gelernt. Ne? Das war ganz schön und das war nachher ein ganz tolles, erfolgreiches Projekt, auch in Bezug auf das Verhältnis innerhalb der Familien, der Männer und der Frauen, ja. Und jetzt, also wir haben jetzt noch, wir haben noch so 5 Minuten Zeit. Ui. Wir hätten noch eine Zeit für eine Frage zum Beispiel, falls jetzt aus dem Publikum eine ganz dringende Frage sehr gibt. Gerne. Gerne ich, melden. Ich erzähle mal so unkontrolliert, weil ich so viel zu erzählen habe. Ja, das ist total super, weil also ich habe auch das Gefühl, da ist so eine ganze Fülle. Du könntest ja so viel erzählen und es ist alles so spannend und ich bin bei jeder Sache denke ich, ah ja, erzähl doch noch mal mehr von dem Projekt. Klasse, so. Aber ja, gibt's hier vorne eine Frage? Gerne. Die Frage war, warum ist eine Großspende auch Pech? Na, das müssen Sie mir jetzt erklären. So schnell kriege ich keine Antwort darauf. Ach so. Ja, weil es ein Fluch und ein Segen, ne? Ach so, ja, natürlich, das stimmt. Also das hat uns auch vor große Herausforderungen gestellt, ne? Und vor eine große Verantwortung tatsächlich. Ja. Und so bürokratisch auch wahrscheinlich, ne? Ja, also wenn man immer so, man ist dann wahrscheinlich in seinen gefestigten Strukturen, wir wissen, wie es läuft und plötzlich haben wir, ich weiß nicht, 10-fach so viel Geld wie vorher oder so. Genau, und man ist tatsächlich ja als Verein verpflichtet, diese Gelder auch auszugeben. Das war halt tatsächlich auch ein Problem für uns, da haben wir sehr aufstocken müssen. Man kann das jetzt irgendwie tatsächlich kritisch hinterfragen, weil ein Verein ja auch für die Jahre danach gut aufgestellt sein muss. Aber das war eine tolle Zeit und das war auch ein Glück für uns. Ne? Und wir haben auch geballt was schaffen können tatsächlich. Also es gibt ein Beispiel noch, dass man hat ja auch wie im wahren Leben so Lieblingsprojektfrauen. Bei mir sind es die Mufofa-Frauen aus Uganda tatsächlich. Das war eine ganz kleine Organisation, die sind an uns rangetreten und die waren also Feuer und Flamme. Ich bekomme jeden Sonntag von denen, wenn die zusammengesessen haben, so eine WhatsApp noch. Und als meine Mutter im November 2022 gestorben ist, da habe ich denen das erzählt. Und dann kam eine Woche später zurück Friederike, also sowieso hatten sie mir schon geschrieben und haben sie gesagt, Friederike, wir haben alle zusammen entschlossen, dass unser Ausbildungszentrum Silvia Memorial Zentrum heißt. Und so ist es dann umbenannt worden. Das war ganz toll. Und die habe ich über fast 4 Jahre tatsächlich begleitet. Eine der Frauen ist ausgezeichnet worden vom Landwirtschaftsministerium als beste Landwirtin tatsächlich. Und sowas macht stolz und ist auch einfach dann eine Vorreiterrolle für die anderen Frauen vor Ort, die dann plötzlich sagen, sowas wollen wir auch und sowas können wir auch. Wow, super Schlusswort. Also Friederike,
vielen, vielen Dank, dass du hier jetzt auch so halb spontan hier so gut vertreten hast und so viele tolle Sachen erzählt hast. Und ich finde, das ist da so ein unglaublicher Reichtum an. Also ja, 40 Jahre. Wow, was ihr in 40 Jahren alles schon jetzt gerockt habt. Und genau, wie gesagt, in dem Buch können Sie ganz viele von den Frauen dann auch kennenlernen. Ja, und lesen, genau, was die zu erzählen haben. Die berichten selbst aus den verschiedenen Ländern, aus ihren Projekten, was es für sie bedeutet hat, wie es da bei ihnen ist und so. Die sind dann natürlich ins Deutsche übersetzt, die Beiträge. Genau. Deswegen teilweise ein bisschen holprig. Ja. Muss man auch sehen, die Afrikaner, die sind kein Volk der Schrift tatsächlich. Die Südamerikaner sehr wohl, aber das ist manchmal noch ein bisschen schwierig. Deswegen, aber reden können sie ganz wunderbar und lachen auch. Also das geht ins Herz, wie doll die lachen. Das fehlt uns manchmal ein bisschen. Ja, ich kannte den Verein tatsächlich vorher auch nicht. Ich habe mich total gefreut, den jetzt so kennenzulernen. Und es ist ja vielleicht jetzt ein toller Einstieg, sich auch mal zu fragen, hey, wie kann ich mich denn da jetzt engagieren und so, wenn Leute jetzt, der Verein ist in Hamburg, ne? Wenn jetzt Leute aus Hamburg hier sind, ja, genau, geht doch mal vorbei. Wir haben aber auch noch Gruppen in Berlin. Also ja, immer gerne. Ja. Ihr findet uns im Internet. Mich findet ihr auch und ich stehe auch immer noch im Nachgang gerne irgendwie für Fragen zur Verfügung, sonst per Mail jederzeit gerne. Ja. Schön, dass jetzt doch noch so viele geworden sind. Ja. Dann hat sich meine Reise von Hamburg gelohnt. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Danke. No, danke, und wir gehen dir, Toni. Ja, wir gehen gleich hier hinter diese Wand an den Signiertisch. Da stehen wir dann noch ein bisschen rum. Da können Sie auch, ich habe ein paar Bücher dabei zum Kaufen. Es kostet 15 Euro, glaube ich. Ist also erschwinglich. Und dann sehen wir uns gleich. Und sonst noch einen schönen Messesonntag und einen schönen Messeabschluss.
Hallo, guten Tag. Ich bin David Rabold vom Corbinian Verlag und ich darf heute Theresa Patschke anmoderieren und kurz vorstellen, die bei uns ihre lyrische Novelle Verweile doch geschrieben hat, die wir gerade pünktlich zur Messe herausgebracht haben. Theresa ist Künstlerin, Musikerin und Autorin. Verweile doch verordnen wir im Genre des New Weird. Und ich lese einfach mal den Verlagstext dazu vor, dann kannst du auch gleich anfangen zu lesen. Verweile doch ist eine lyrische Novelle, in der die grundlegenden Komponenten unseres Daseins fiktiv modifiziert sind. Henna und Mathilde setzen die übliche Ökonomie von Sex gegen Geld außer Kraft, indem sie wie zwei Engel auf der Erde wandeln und den Leuten beides bringen, Sex und Geld. Dies sorgt für Verwirrung, denn niemand weiß mehr, wer jetzt eigentlich die Hure ist. Gerade als sie sich zu einem gemeinsamen Liebestod entscheiden, kommt ihnen der globale Entschluss in die Quere, dass die Menschheit ihre physische Existenz nicht mehr braucht. Leben und Tod werden das Gleiche und Sterben wird unmöglich. Henna und Mathilde treiben wie alle anderen für 300 Jahre in einer immateriellen Welt herum, bis jemand eines Tages die Pforte zurück ins Körperliche und auf die Erde findet. Die Frage nach Hierarchie muss unter neuen Voraussetzungen gestellt werden. Das ist Theresa Patschkes lyrische Novelle Verweile doch. Vielen Dank. Hallo, hallo. Ich wollte zwei Kapitel lesen, die in der Mitte ungefähr vom Buch sind. Und David hat ja gerade schon eine kleine Einführung gegeben. Also die beiden Hauptcharaktere, Henna und Mathilde, sind ungefähr 200 Jahre in einer immateriellen Welt. Und irgendwann kommen sie zurück auf die Erde und an dem Punkt fängt dieses Kapitel an. Die beiden Freundinnen haben sich zu dem Zeitpunkt noch nicht wieder getroffen und darum geht's jetzt hier. Okay, Kapitel 4. Blasser Mond und Sternenstaub. Am Abend des zweiten Tages segelten wir nur vom Wind angetrieben in das Stück Meer zwischen Lesbos und der türkischen Küste hinein. Links von uns der Hafen von Babakale und rechts von uns die Insel Lesbos. Rechts von uns außerdem die Fischerboote von Babakale, die alle auf uns und den Hafen zusteuerten, vor dem wir entlang segelten. Hinter uns ging die Sonne unter, sodass der Himmel vor uns rot wurde. Und in diesen brennenden Himmel stieg blass der Mond aus dem Wasser. Wir segelten an Babakale vorbei, bis zu einem kleinen Tal, das sich eingekesselt zwischen Hügeln zum Meer hin öffnete. In seiner Mitte floss ein Bach und teilte das Tal glitzernd in zwei Hälften, umsäumt von einer wilden Allee von Pappeln. Hier warfen wir Anker. Mit diesen Gedanken versuchte Mathilde, sich aus der misslichen Lage zu schälen, in die sie geraten war. Es bedarf ja manchmal nur wenig, um von einer Situation zur nächsten zu kommen. Sie war schon etliche Male an diesem Laden vorbeigegangen und hatte nie auch nur darüber nachgedacht, hineinzugehen. Aber an diesem Tag ging plötzlich eine süße Versuchung von ihm aus. Süß, dunkel und aufregend. Und ihre Schritte, die sich gerade noch unbeirrt und zielstrebig auf dem feuchtbenzenden Bürgersteig geradeaus entwickelt hatten, folgten von einer Sekunde zur nächsten einem anderen Weg, angestoßen vom Zusammentreffen verschiedener Signale an einem unbestimmten Ort. Als ihr Fuß über die Türschwelle glitt, wehte der Saum ihres Mantels noch einmal im nasshellen Wind und brachte etwas Bewegung in die dunkel stehende Luft, bevor ihr Mantel, wie alle anderen Kleidungsstücke hier, lautlos herunterhing, wie in einem Vakuum. Der Mann hinter der Theke hatte eine merkwürdige Hautfarbe. Gar keine. Als sie ihn grüßte, kam ihre Stimme ihr schreiend entgegen. Sie war sich aber nicht ganz sicher, ob sie auch bei ihm ankam, denn alle Geräusche schienen sofort verschluckt zu werden. Sie dachte daran, dass Henna einmal genauso hinter einer Ladentheke gestanden hatte. Im hinteren Teil des Ladens wurde der Geruch von Mottenpulver immer stärker und stieg ihr stechend aus den Kleiderständern in die Nase. Aus den Wänden ragten Metallrohre, an denen alle möglichen Dinge hingen, zum Beispiel Corsagen, Ledergeschirre und gerüschte weiße Hemden.
Die meisten Dinge waren aber dunkel und eröffneten nur ein ganz kleines Fenster zu allen Möglichkeiten. Ganz im Gegensatz dazu waren die bunten Blumenkleider, die hier und da zwischen den schwarzen Samt und Nylon hingen, eindeutig suggestiv und das gefiel ihr. Es gab eigentlich nicht viele Varianten, diese Szene durchzuspielen. Immer blieb das Kleid übrig als Zeuge des Geschehens. Oft war es mit Blut besprenkelt. Und sie wollte nichts lieber, als in einem solchen Kleid durch einen großen dunklen Wald zu wandern. Wenig später hatte sie eins an und lief barfuß zwischen den Kleiderständern herum, die sie wie Bäume in einer windstillen Berglandschaft umgaben. Ihre Füße hinterließen sekundenlange Fußspuren im weichen Teppich und die Blumen auf ihrem Kleid, alles Rosen, hinterließen in ihrer Vorstellung Samen, die dann aus diesen Spuren hinauswuchsen. Jede neue Ecke offenbarte ihr neue Perspektiven. Sie sah Kleidungsstücke, die sie vorher noch nicht gesehen hatte und natürlich schon lange keine Kleider mehr waren. Dann ging sie ins Untergeschoss, was ihr zum Verhängnis werden sollte. Sie lag jetzt gefesselt in einem Hinterraum des Kellers, um sie herum schwarz. Es war so dunkel, dass sie nicht mal die schwächsten Umrisse vermuten konnte. In ihrem Kopf fingen sich jedoch ziemlich bald an, Farben abzubilden. Sie dachte, einmal brachen wir auf eine lange Wanderung auf. Unsere Bikinis verloren wir schon in den ersten Metern. Wir hinterließen die Bikini-Teile nach und nach auf den wunderbar farbigen Steinen, was uns als eine logische Entscheidung erschien am Anfang einer langen Reise ins Ungewisse. Vor uns türmten sich fast unüberwindbare Anhäufungen von Steinen auf. Die Steine, jeder für sich ein Universum. Wir nahmen uns auch Steine mit, hielten unendliche Universen in den Händen und waren selbst in einem. Von außen waren sie alle voll mit Vogelscheiße. Die Tür öffnete sich einen Spalt und sie sah das Gesicht des Mannes, der vorhin noch hinter der Kasse gestanden hatte. Es schimmerte dunkelrot, beleuchtet nur durch das spärliche Licht, das schräg von hinten auf seine durchsichtige Haut fiel. Mathilde wollte sich ewig in diesem Anblick verlieren, der so schmerzlich ein Geheimnis offenbarte und gleichzeitig den Zugang verwehrte. Doch er wurde von einer schockierenden Vermutung unterbrochen, die Sekunden später auf Mathilde einschlug. War er ein Vampir? Das hatte ihr gerade noch gefehlt. Hatte sie doch die Hoffnung auf Tod noch nicht aufgegeben. Und als er ihr langsam näher kam, erfüllte sich ihr Körper mit Entsetzen und sie realisierte, dass dies einer der Augenblicke war, in denen sich das Blatt wendete. Der Horror, den sie bisher so oft auf andere ausgeübt hatte, beschlich sie nun und übermannte sie. Er beugte sich jetzt zu ihr hinunter, sodass sein Gesicht nur noch wenige Zentimeter von ihrem entfernt war. Und sie malte sich aus, wie sein Zahn sich in ihren Hals graben würde und Blut aus diesem neuen Brunnen seine üblichen Bahnen verlassen würde. Sie fühlte, wie ihr Atem ihr aus dem Mund gegen das Gesicht des Vampirs stieg. Sie schluckte. Es verging eine Ewigkeit. Dann schluckte auch er. Da ging das Licht an. Ein einziger Scheinwerfer, der auf ein Klavier gerichtet war. Daran saß eine nackte Frau, wie eine perverse Königin der Nacht. Es war Henna. Henna liebte es, nackt zu sein, entwaffnet zu sein und natürlich war das ein großer Teil ihrer Macht. Es gehörte fast zu ihren Hobbys, sich in Bars nackt auszuziehen und sich beispielsweise auf einen schwarzen Konzertflügel zu legen, was sicher bestimmte Leute im Raum beschämte, es sei denn, sie würden es schaffen, gewisse Grenzen zu überschreiten, was besonders schwierig war, da sie so großzügig dazu eingeladen wurden. Sie sang und spielte dazu. Lange schwarze Spitzenkleider und der Mechanismus von Krokodilszähnen. Kleine, dunkle Blumen im Wald. In welchen Wald möchtest du gehen? Welche Gefahren machen dich an?
Das Knarren von dem dunklen Holz einer Maschine, die dafür gebaut wurde, dich an deine Grenzen zu bringen. Da, wo der Angstschweiß endlich über deinen schönen Körper rollt. Jetzt, wo er endlich schön ist. Wie viele Grenzen gibt es und wie nah kann ich an die letzte Grenze gehen? Warum die letzte Grenze bis zum Schluss aufheben, wenn Zeit gar nicht existiert? Woher weißt du, dass du nicht schon längst die letzte Grenze überschritten hast? Weil immer noch horrorvoll kleine tiefblaue Schmetterlinge aus den Blumen geboren werden, wo du noch nie hineingegangen bist. Und dabei wäre es nur ein einziger Schritt. Hörst du nicht die Lanzen brechen, mit denen die Leute immer überall ihre Argumente verteilen? Woraus sind sie? Sie kommen aus dem dunklen Wald. Wenn sie zersplittern und jedes Teil plötzlich schillernd erklingt, mehrstimmig wie ein Angstschrei. Sie kommen aus dem dunklen Wald. Und die Splitter fliegen mitten rein, wo sie dann zu Schmetterlingen werden, die sich süß auf deine Schleimhäute setzen. Sie kommen aus dem dunklen Wald. Als der letzte Ton verklungen war, befreite sich Mathilde aus ihren Fesseln, die scheinbar nur mental gewesen waren. Und da passierte es. Hannah drehte sich um. Wie in Zeitlupe erschien ihr Ohr, ihre Wange, ihr Mundwinkel, ihr Nasenflügel und dann der Rest. Sie lächelte, stolz auf ihren neuen Song. Mathilde setzte sich langsam auf, als Hannah auf sie zukam, und irgendwann berührten sich ihre Hände. Darauf hatten sie Jahrhunderte gewartet. Hannahs Hand existierte tatsächlich. Zart und von Schweißdrüsen überzogen, glitt sie aus Mathildes Hand auf ihr Gesicht, der Daumen schließlich in ihrem Mund. Und Mathilde hatte kein größeres Bedürfnis, als ihren eigenen Daumen in Hannah zu stecken. Und während sie sich küssten, schob Mathilde ihren Daumen langsam in Hannahs Po. Und da wurde ihr wieder einmal unsere Existenz um unsere Arschlöcher herum bewusst. Niemals zuvor wurde ihr das so bewusst wie an diesem Tag des Wiedersehens. Und sie trug ihre Pobacken, die wie zu Ehren ihres Arschlochs groß und rund in der Mitte ihres Körpers saßen und den Eingang in ihr Inneres akzentuierten, markierten und zelebrierten, später an diesem Tag durch die Straßen dieser neuen Welt. Bei jedem Schritt wiesen die Pobacken nach innen und nach außen, wenn sie in Schwingung gerieten. Die Bewegung, in die sie versetzt wurden beim Laufen, war äußerst expressiv und schien gleichzeitig etwas zu verstecken. Das Intimste, das Privateste, das Arschloch. Den rosettenartigen Schließmuskel, der von beiden Seiten her auf jeweils sehr charakteristische Weise durchquert werden kann. Die unendliche, nie versiegende Quelle der Lust. Kapitel 5. Der Anfang. Dass der Stamm eines Baumes Jahrhunderte braucht, um in die Welt zu wachsen und der Baum dadurch überhaupt die Unumstößlichkeit erreicht, die ihn definiert, sowohl in unseren Träumen als auch auf allen anderen Ebenen, sollte sich nicht ändern. Dennoch hatte auch der Baum in der Zwischenzeit neue Handlungsspielräume betreten. Es fing also alles noch einmal an. Hannah und Mathilde zogen zurück in ihre alte Wohnung, die inzwischen voll mit Bäumen war. Sie hatten sich bis in die letzte Ecke ausgebreitet. Ihre Wurzeln wuchsen über und in das Parkett wie riesige Arme eines Ungeheuers. Sie waren wie der ganze Boden mit einem tiefen Moos bedeckt. Und in diesem Moos wuchsen kleine Blumen, die man am Tag kaum sah, die sich aber in der Nacht öffneten und den Bäumen das Licht gaben, das sie drinnen zum Überleben brauchten. Zum Schlafen legte sich Hannah und Mathilde in diese Wurzeln, vertrauten sich den weichen Kurven ganz an und die Bäume ließen sie gewähren. Dies war keine Selbstverständlichkeit. Wo bin ich? Bäume hatten im Laufe der Zeit ihre Eigenschaften, die sie schon immer besaßen, intensiviert. Sie hatten das Netzwerk wieder aufgebaut, das ihnen ihre Kommunikation und die Schädlingsabwehr ermöglichte. Unterirdisch die Berührung der Wurzeln, über die sie sich elektromagnetische Signale weitergaben,
und oberirdisch Pollen, Düfte, Öle und Gase und verführerische Schönheit. Wann auch immer jemand zu nahe trat, verfiel diese Person sofort in einen langen, tiefen Schlaf. Die Träume, die diese Person dann träumte, waren so schön und gleichzeitig so verstörend, dass die Welt für sie beim Aufwachen nicht mehr die gleiche war. Sie würde nichts wiedererkennen, nicht einmal sich selbst. Hannah und Mathilde wurden von den Bäumen als ihresgleichen erachtet. Und so passierte es nicht selten, dass Leute auf ihrer Türschwelle schliefen. Traum 1. Draußen wehte sicherlich der Wind durch die Blätter, aber drinnen gab es nur das eine. Hinab. Ich öffnete die Tür zur untersten Etage des Universums und sah den Mond aufgehen. Beim Hinabsteigen ließ ich die Illusion gehen und weinte eine Träne des Abschieds. Dann übermannte mich die Wahrheit der Nacht und ich musste die Position wechseln. Die Sitzfläche war von allen meinen Geschlechtsteilen warm gesessen und es war Zeit, sie zu verlassen. Ich schlug den Weg zum Klo ein, dem einzigen Ort, an dem man seine Hose herunterlassen durfte. Aber ich war bereit, mich wie ein schlechter Komet aus der Bahn werfen zu lassen und es auch anderswo zu tun. Über einem der Waschbecken begegnete ich meinem Spiegelbild. Ich schauderte. Meine Pupillen lagen präzise im Weiß meiner Augen. Es war pervers, sie auf sich selbst zu richten. Ich ging etwas näher an den Spiegel mit dem Vorsatz der totalen Penetration. Die Pupillen waren Zielscheiben in meinem Gesicht und gleichzeitig waren sie die schärfsten Waffen, die ich hatte. Der Spiegel zersprang. Vielleicht hatte ich auch gegen die Scheibe geschlagen. Da sah ich zwei Füße unter einer der Toilettentüren, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob diese Füße auf dem Boden standen. Ich wusste auch nicht mehr, ob ich selbst auf dem Boden stand. Da legte ich mich hin. Blut tropfte von meiner Hand direkt auf die Badezimmerfliesen. Ein Teich von diesem Blut floss unter die fremden Füße und es kam noch etwas Sperma und einige Tropfen Urin von deren Besitzer hinzu. Die Klotür öffnete sich. Es war K. K. hatte bis zu diesem Moment noch gar nicht gemerkt, dass er nicht auf dem Boden stand. Aber jetzt merkte K. es anscheinend und es gab einen Moment des Kampfes. Das Blut spritzte. Irgendwann hatte ich K. ausgeschaltet. Er lag dann auf dem Boden. Ich pinkelte auf K., sodass er in einer Pisselache auf dem Boden lag. Dann widmete ich mich wieder dem fragmentierten Bild. Es war aufregend. Ich leckte über die Scheibe, bis meine Zunge gespalten war. Dann ging ich zurück zu den anderen. Die fragten, wo ist K.? Sie standen ebenfalls alle nicht auf dem Boden. K. ist auf dem Boden zerstört. Das überraschte niemanden. Dennoch berieten sie sich lange untereinander. Wir gingen nach K. schauen, aber kamen nicht zu ihm durch. Schließlich erklärte ich ihnen, dass nur die Pisse zu K. durchdrang und wir pissten alle noch einmal obendrauf. Erst jetzt sahen wir, wie gut K. aussah und es gab einen Moment der Stille. Mit dem nassglänzenden Gesicht sah er aus, als hätte er einen Fiebertraum. Zu spät. Das Wasser in der Leitung wurde erst rosa, dann rot. Traum 2. Ich öffnete das Fenster und ließ den Mond hinein, der mein Bett bestrahlte und mir das Innerste herausriss in glänzenden, prallen Säcken. Und da wusste ich, ich stand dort selber am Himmel und beschien den Efeu an den Wänden, als der sich dort bewegte im Wind und riss mir selber die Säcke aus den Gedanken. Aber der Mond war es auch. Und ich wusste, es gab eine Ebene, wo ich nicht der Mond war, sondern der Mond Mond war. Traum 3. Alle redeten über die Macht des Großvaters und jeder lag mit seiner Aussage ein Stück daneben. Der Saft der Kirschen ist nicht rot. Sein ganzes Leben und wenn er im Garten arbeitete, erschienen ihm die Rosen innerlich nicht als Rosen, sondern als Tulpen und deswegen zerstach er sich ständig die Finger an ihnen. Ich sah seine alten Hände mit den Gartengeräten herumhantieren und die aufgelockerte Erde seines Gartens berühren, die er durchaus als solche wahrnahm. Aber er wunderte sich über das Blut, das von seinen Fingern in den Boden floss. Und immer, wenn er ein Loch für eine Pflanze aushub, hatte er die dunkle Vorahnung, sein eigenes Grab zu schaufeln.
Während er sich weigerte, anzunehmen, dass Rosen Stacheln haben, schaufelte er sich 100-mal sein eigenes Grab. Alle wussten, dass er voll daneben lag, aber konnten nicht umhin, dieses Wissen in falsche Annahmen umzuwandeln. Die Früchte, die sie sich wünschten, von ihm gereicht zu bekommen, blieben aus, aber hatten in ihren Fantasien alle roten Saft. Das war die Macht des Großvaters, dass er vorher da war und mehr Gedanken produziert hatte, die nun aus den Dingen feucht zu ihnen tropften. Allen Nachkommen passierte dies. Wenn sie einen Pfirsich oder eine Wassermelone aufschnitten, schrie ihnen aus dem Innersten das Blut entgegen und sie genossen das Drama. Wie viel Zeit habe ich noch? Traum 5. Über dem Wasser. Ich schwebte über dem Wasser, in das ich jederzeit hineinfallen könnte und dort drinnen mir zum Beispiel Tiere meine Arme und Beine rausreißen würden. Und dann würde ich ganz wahrhaftig dem Tod ins Angesicht schauen und sterben. Oder es würde unter der Wasseroberfläche ein verrostetes Gerät stehen, das mir die Wirbelsäule brechen könnte. Oder aber ich würde mit dem Kopf auf den Poolrand aufschlagen, der dann da zerplatzen würde und mein Körper hätte schnell nichts mehr mit mir zu tun. Da sah ich die Himmelsleiter und ich sah, dass diese nicht exponentiell nach oben führt. Es könnte sein, dass eine Sprosse durchbricht und daraufhin meine eigenen Knochen. Über dem Abgrund. Als ich nach unten schaute, wurde mir nicht mehr schwindelig von der Fallhöhe, sondern ich sah, wie nah ich schon am Aufprall war. Die Angst hatte mir eine Sprosse zerbrochen, auf was für einem Weg auch immer ich gewesen war. Wenn ich mit der Fresse zuerst aufprallen würde ich nicht nur alle Zähne verlieren, sondern ich würde mir auch das Genick brechen und der Rest des Körpers würde wie ein schlechter Rambock hinterhergerammt kommen und sich aber nur in sich selber schieben, sodass meine menschlichen Teile nicht mehr menschlich aussehen würden und die Kleider an ihnen fremd und sinnlos. Meine Fresse würde dann gar nicht mehr existieren, meine Nase wäre eingedrückt und meine Gesichtshaut würde erst aufgeplatzt und dann abgelöst werden und eventuell an einem anderen Material hängen bleiben. Traum 6. Der Blumenmann verkaufte weiße Linien in Athen. Als ich um die Ecke kam, dort, wo der Blumenmann war, schaute sich der Blumenmann gerade ein Loch an, das ein Wurm in das Blatt einer seiner Pflanzen gefressen hatte. Er hatte sich damit selber ins Licht geboren, denn die Seite, von der er kam, war im Schatten. Der Blumenmann schaute durch das kleine Loch in den Himmel mit einem geschlossenen Auge und bewegte seinen Kopf minimal, sodass mal mehr und mal weniger Licht in sein anderes Auge fiel. Die Sonne glitschte um das Loch herum. Alle sprechen ja immer vom großen Durchbruch. Das ist es, was der Wurm gerade für sich verwirklicht hatte. Die Sonne schien warm auf seine Brust, die sich öffnete zur Welt. Kalimera, sagte ich. Theresa Patschkes lyrische Novelle Verweile doch, könnt ihr gerne auch noch bei uns am Stand hier in Halle 5 C100 genauer betrachten. Und für euch einen schönen Messesonntag noch. Dankeschön.
Ich muss hier näher ran. So. Hallo und herzlich willkommen. Wir stellen heute ein sehr außergewöhnliches Buch vor. Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Annette Strux. Ich bin die Verlegerin bei der Strux Edition. Unser Schwerpunkt sind biografische, autobiografische, autofiktionale Texte und Erinnerungsliteratur. Dieses Buch und hier Anja Scherz, Autorin von Goldstein, ein fantastisches Leben. Das Buch hat eine sehr besondere Vorgeschichte und Geschichte und ist, wie ein Redakteur so schön sagte, ein Grenzgänger oder eine Grenzgängerin. Und zwar geht es um die Biografie eines Mannes, Raphael Maria Goldstein, der von sich behauptete, der Halbbruder von Anne Frank zu sein. Jetzt gebe ich an Anja Scherz weiter, die Autorin. Ja, ich erstmal herzlich willkommen. Schön, so viele Gesichter zu sehen. Ich möchte mich gar nicht so lange aufhalten. Ich glaube, ich fange einfach an zu lesen. Vielleicht noch mal so kurz zur Einstimmung. Ich weiß nicht, muss man es vorher sagen noch mal? Oder fange ich einfach an zu lesen? Ich fange an zu lesen. Genau. Ein Zweifamilienhaus in einem unaufgeregten Stadtteil von Köln, rechte Rheinseite. In der Erdgeschosswohnung ein quadratisches Zimmer. Es ist dunkel hier drinnen, ungeheizt. Ein breites, unbezogenes Bett und ein schwarzer, voluminöser Schreibtisch füllen den Raum fast vollständig aus. Auf der leergeräumten Schreibtischplatte thront ein alter Holzschuh, so wie man ihn aus Holland kennt, gefüllt mit einer Handvoll Stiften. Gegenüber, auf der anderen Seite des Tisches, liegt ein schwarzes Moleskine-Notizbuch, exakt im Lot zur Kante. Ein kastiger Schrank, Gründerzeit, hermetisch verschlossen, als wolle er persönliche Dinge vor fremden Blicken schützen. Wie eine kleine Trutzburg wirkt das Zimmer von Raphael Maria Goldstein in der sonst so großzügigen hellen Erdgeschosswohnung. Durch ein schmales Fenster fallen die letzten fahlen Strahlen Herbstsonne in den verwaisten Raum. Gleich neben der Zimmertür schließt wandhüllend das Bücherregal an. Ein modernes, leichtfüßiges Designmöbel als angenehmer Kontrast zu dem sonst schweren Mobiliar im Zimmer. Es beherbergt Bücher, zumindest den Teil, der viele Wohnortwechsel überdauert hat. Seine Frau hat sie nach dem letzten Umzug so eingeräumt, wie sie schon in der früheren Wohnung positioniert waren, teils in doppelter Reihe. Es sind immer noch viele Regalmeter an Fachliteratur zum Thema Theater, Schauspieltheorie, theaterwissenschaftliche Abhandlungen, Dramen, Bücher über Körpersprache, Stimme und Stimmbildung. Und das überrascht nicht, denn Raphael Maria Goldstein war Schauspieler, Regisseur, Dramaturg, Dozent für Sprechtechnik für Schauspielstudierende. Und er war der dunkelsten deutschen Vergangenheit auf der Spur. Besaß viele Bücher über jüdische Schicksale in der NS-Zeit, allen voran der Familie Frank, meist Autobiografien. Erlebnisberichte aus Konzentrationslagern, häufig aus Auschwitz, Werke aus der Feder der Anne-Frank-Freundinnen Jacqueline van Maasen und Hanna Pick-Goslar, zwei der ganz wenigen zu diesem Zeitpunkt noch lebenden Menschen, die Anne Frank persönlich kannten. Und dann das Tagebuch der Anne Frank. Drei Exemplare, allesamt Taschenbuchausführungen. Mit schräg geneigtem Kopf zieht sie ein Buch nach dem anderen hervor, blättert die ersten Seiten auf, genau dort, wo das Erscheinungsjahr eines jeden Buches vermerkt ist. Das eine stammt aus dem Jahr 1990, die anderen sind von 2011 und 2015. Sie hätte eine frühere Ausgabe in seinem Besitz erwartet, vielleicht sogar eine deutsche Erstausgabe aus dem Jahr 1950. Hat er es tatsächlich erst im fortgeschrittenen Alter gelesen? Kann das sein? Offensichtlich kaufte er das Buch später noch mehrfach, denkt sie sich, weil seine erste Ausgabe in den Wirren der vielen Umzüge verloren gegangen war. Auch Klassiker finden sich. Marcel Proust, Thomas Bernhard, Stefan Zweig. Weltkluges von Roger Willemsen und Navid Kermani lehnt an Gedichtbänden von Ringelnatz, Tucholsky, Morgenstern. Wenige Romane, etwa von Philip Roth, ein paar Bücher seiner früheren Schülerin und Freundin, der Schweizer Schriftstellerin Ruth Schweikert, fast das gesamte Oeuvre von Max Frisch.
daneben Sachbücher, allesamt in der Welt der Schwindler und Scharlatane angesiedelt. Ein Schmöker vom Fälscher der Hitler-Tagebücher, Konrad Kujau, und Bestseller über die in die Schlagzeilen geratenen Journalisten Michael Born und Klaas Relotius. Beide erlangten zweifelhafte Berühmtheit, weil sie als Fälscher von TV- und Magazinreportagen entlarvt wurden. Raphael hat seine persönliche Bekanntschaft mit Michael Born häufiger erwähnt. Dazu Jurek Beckers Jakob der Lügner, Rafik Shamis der ehrliche Lügner, Till Eulenspiegel, die Legende des Nahen aus Mölln, der über die Selbstzufriedenen, die Duldsamen und Autoritätsgläubigen genauso gern spottete, wie er den bestechlichen Adel und den arroganten Klerus vorführte. Der buchstäblich den Spiegel vorhielt, in dem ein jeder seine Schwächen und Eitelkeiten deutlich zu sehen bekommt. Warum interessiert sie sich für die Goldsteinsche Büchersammlung? Warum steht sie in diesem Raum, verloren, an einem der letzten Herbsttage des Jahres? Seine Ehefrau hat ihr die Erlaubnis gegeben, sich in dem Zimmer umzusehen, hat sogar ausdrücklich darum gebeten, in seinem Nachlass zu forschen. Denn es gibt Dinge zu klären. Raphael Maria Goldstein ist zu diesem Zeitpunkt schon seit 3 Monaten tot. Er kann keine Antworten mehr geben. Im Sommer ist er gestorben. Nach kurzer schwerer Krankheit, wie es in Traueranzeigen heißt. Eine Formulierung, die etwas Tröstliches in sich birgt. Kein langes Leid, eher schneller Prozess. Schrecklich für die Hinterbliebenen, weniger schlimm vielleicht für den Sterbenden. Und so steht sie nun in dem dunklen, kühlen Zimmer, das sein Bewohner nie betreten hat. Jedenfalls nicht in einem mit seinen Möbeln und Habseligkeiten ausgestatteten Zustand. Der Monate zuvor geplante Umzug fand statt, als er schon schwer erkrankt im Krankenhaus lag. Noch voller Hoffnung, später einmal in der neuen, weitläufigen Wohnung mit dem herrlichen Garten wieder zu Kräften kommen zu können. Als die schreckliche Diagnose noch nicht bekannt, die Zukunft noch eine Option war. Und nun soll sie in diesen 4 Wänden, in dieser Einhausung der Trauer, nach der Wahrheit suchen. In seinen Dokumenten, seinen Fotos, seinen Notizen, seinen Büchern. Sie ist Journalistin und hat einen Rechercheauftrag. Welche Wahrheit sucht sie? Würde man Goldstein fragen, würde er in zynischem Ton von einer faktisch belegbaren Wahrheit sprechen. Er hat sie gehasst, oder besser, er hat dieses Insistieren auf Dokumente gehasst, weil dann nur wahr sein könne, was man schwarz auf weiß besäße. Wie sehr er das kannte, die skeptischen Blicke, die Irritationen beim Gegenüber, das aufkommende Gefühl von Ungemütlichkeit, wenn er über seine Herkunft sprach. Wobei er oft genug auch auf eine genau gegenteilige Reaktion stieß. Tränenreiches Mitleid, überschwängliche Begeisterung oder stumme Bewunderung. Er hat das alles schon erlebt. Auch das Drängen von Weggefährten, all das doch mal niederzuschreiben. Er hatte es immer weit von sich gewiesen. Schreiben könne er nicht. Nein, das sei nicht sein Talent, hatte er immer gesagt. Doch dann, etwa ein Jahr zuvor, mitten in der Pandemie, hatte er sich hingesetzt und seine Memoiren geschrieben. Nicht zuletzt, weil seine Frau ihn bestärkt hatte. Sah sie doch eine Art Therapie, eine Erlösung für sein Seelenleid in dem Schreibprozess, der dabei helfen könne, all die abrupten Lebenswendungen, Hoffnungen, Enttäuschungen und schicksalhaften Begegnungen endlich zu verarbeiten. Seine Frau hatte schon lange gespürt, dass etwas von ihm Macht ergriffen hatte. Eine Melancholie, eine Trostlosigkeit, die sein Leben immer mehr verdunkelte. Wie eine riesengroße Wolke, die über ihm verharrte und sich einfach nicht verziehen wollte. Er hatte jeden Tag eine Seite geschrieben, ganz konsequent. Mit über 70 Jahren sei es an der Zeit, habe er gesagt. Aber dann fehlte doch die Zeit. Nun hält sie, die Besucherin, gut 100 Seiten Manuskriptpapier in den Händen, während ihr Blick weiter durch sein Zimmer wandert. Eine schwere, überladen wirkende Kristallvase scheint das fragile Tischlein, auf dem sie steht, fast unter der Last kollabieren zu lassen. Ein ungewöhnlicher Einrichtungsgegenstand im Zimmer eines Menschen, der Design und Eleganz zu schätzen wusste. Irritierend und störend in diesem Setting, wie ein Fremdkörper. Ihr Blick wandert zurück zu den Büchern, zu den Buchrücken, in der Hoffnung auf eine unerwartete Erkenntnis. Auf der Zugfahrt nach Köln hatte sie sein Manuskript gelesen.
Er hatte keine Autobiografie im klassischen Sinne verfasst, eher Fragmente seiner Erinnerungen zusammengetragen. Es erforderte Konzentration, seinen Sprüngen über Epochen und Erzählebenen zu folgen. Aber sie gewöhnte sich schnell an seinen rhapsodischen Stil, denn sie kannte seine Geschichte. Er selbst hatte sie ihr vor ein paar Jahren erzählt. So ließen sich die Lücken, die er aufriss und nicht zu füllen vermochte, mit dem von ihr selbst Erinnerten schließen. Das Buchprojekt, das er von seiner Seite ohnehin als abgeschlossen sah, Belege schienen ihm entbehrlich, war in der Pipeline stecken geblieben. Bis zum Schluss seines Lebens, als er nicht einmal mehr sprechen und nur noch schriftlich per iPad kommunizieren konnte, hatte er auf Veröffentlichung gedrängt. Noch an seinem Todestag hatte er die Verlegerin an sein Krankenbett geladen. Dann starb er. Niemand hatte damit gerechnet, dass es so schnell passieren würde. Seine Frau wollte ihr Versprechen, das Buch publizieren zu lassen, nicht brechen. Es gäbe so wenig, was sie ihm in seinen letzten Tagen noch zusichern konnte. Eine jüdische Bestattung, die Veröffentlichung seines Buches. Nur ohne Hilfe gehe das nicht. Der Verlag wollte seine Herkommens- und Lebensgeschichte nicht im reinen Glauben an seine Erinnerungen veröffentlichen. Da solle es etwas geben, er hatte es selbst versichert. Er habe da noch einiges, er müsse nur suchen. Eine Adoptionsurkunde, Briefe seiner jüdischen Mutter. Oder vielleicht könne man Zeitzeugen auftreiben, die seine Erzählungen stützten, eventuell sogar anreicherten. Sie selbst fühlte sich dazu nicht in der Lage. Zu überbordend sei noch die Trauer, als dass sie sich zu diesem Zeitpunkt in sein dokumentarisches Innerstes trauen, in seinen Hinterlassenschaften wühlen könnte, wie ein Buchantiquar, der bei der Haushaltsauflösung systematisch die Schätze vom unverkäuflichen Schund trennt. Jemand anders solle diese Aufgabe übernehmen, auf die Suche gehen, den schweren antiken Schrank öffnen, die Aktenordner finden, Dokumente, Briefe und Verträge, eine Kladde mit Presseberichten, eine flache Schachtel mit alten Fotos, die kargen schriftlichen Überbleibsel seines bewegten Lebens, seine zurückgelassenen Spuren, also genau die Belege für seine außerordentliche Lebensgeschichte voller Brüche und Brechungen beibringen, die er immer für überflüssig gehalten hatte. Sie als Schulfreundin seiner Frau hatte Raphael Maria Goldstein Jahre zuvor kennengelernt und wusste um seine Lebensgeschichte. Sie sieht ihn wieder vor sich, wie er bei einem Besuch mit eingesunkenen Schultern vor ihr saß, die Hände im Schoß gefaltet. Gänzlich unaufgeregt erzählte er in knappen Worten von seiner Herkunft. Unfall, Koma, Adoption. Er war so voller Kontenance, während sie es kaum fassen konnte. Und als sei das alles gar nichts, eröffnete er ihr, er sei der Halbbruder von Anne Frank. Was für eine tragische Familiengeschichte. Sie fühlte sich erschlagen von dieser Neuigkeit. Dennoch, all ihre Fragen, die ihr auf der Zunge brannten, war sie nicht losgeworden. Raphael winkte damals ab, als wäre es ihm unangenehm, sie mit dieser persönlichen Familienhistorie zu langweilen. Er könne sich ja lediglich auf die Aussage seiner Mutter beziehen. Otto Frank habe die Vaterschaft nicht wirklich zugegeben und er selbst wolle keinerlei Gewinn oder Ruhm aus seinen verwandtschaftlichen Beziehungen ziehen. Er wolle einfach nur um seine Wurzeln wissen. Und nun ist er tot und sie soll dafür sorgen, dass ein Erinnerungsbuch erscheinen kann. Sie mutet sich vorbestimmt an ihre neue Aufgabe. Als ob von langer Hand geplant gewesen sei, dass sie eine Aufgabe bei diesem Projekt übernimmt. In seinen letzten Lebenswochen, in denen es ihm Tag für Tag schlechter ging, in denen sie regelmäßig mit seiner Frau telefonierte, hatte sie ihm immer wieder ausrichten lassen, er müsse sich keine Sorgen machen, sie werde alles tun, sich beim Verlag für die Veröffentlichung seines Buches zu verwenden. Sie wollte dem Unglück, das über ihn und seine Ehefrau in Form dieser hässlichen, unheilbaren Krankheit eingebrochen war, ein Stück Gewicht abtrotzen. Wenigstens solle er von dieser Welt gehen können in dem Wissen, dass seine Lebensgeschichte nicht mit ihm sterben würde. Gewinn und Verlust hatte er das erste Kapitel seines Manuskripts überschrieben und von einem Szenario erzählt, das fast schon hellseherisch auf seine letzten Lebenswochen hinwies. Auf diese Endphase, als er an eine Beatmungsmaschine angeschlossen, oft ohne Bewusstsein
und dann wieder völlig klaren Blickes und ungetrübter Wahrnehmung sich seiner grausamen Situation bewusst war, bald sterben zu müssen. Es würde keine Heilung geben, sein Lebensende vor Augen. Ihr war ein Schauer über den Rücken gelaufen, als sie den Anfang seiner Memoiren gelesen hatte. Als ob er es beim Schreiben schon hatte kommen sehen. Dabei schilderte er eine Situation aus dem Jahre 1978, der schwere Unfall. Jetzt folgt in dem Buch das Originalmanuskript von dem Raphael Maria Goldschein. Also ich betone, wir reden hier wirklich von Tatsachen. Es ist keine erfundene Geschichte. Es ist tatsächlich so gewesen. Die Journalistin bin ich und ich hatte tatsächlich dieses Manuskript in der Hand. Er schreibt in diesem ersten Kapitel seine Herkunftsgeschichte. Ich fasse sie jetzt nur mal so ganz kurz zusammen. Im Alter von 30 Jahren habe er einen schweren Verkehrsunfall erlitten, ist ins Koma gefallen, hat wochenlang im Koma gelegen und als er wieder aufgewacht ist, hat man ihm erzählt, dass ihm seine Eltern keine Blutspende haben geben können und daraufhin habe er nachgefragt und ihm sei mitgeteilt worden, dass seine Eltern, wie er annahm, seine leiblichen Eltern, eine Duisburger Unternehmerfamilie entstammte er, dass diese eben nicht seine leiblichen Eltern sind, sondern dass er adoptiert worden war und seine Mutter eine jüdische Holocaust-Überlebende war, die in Amsterdam wohnt, Esther Goldstein. Als er wieder genesen ist, hat er den Kontakt zu der Frau aufgenommen, ist nach Holland gefahren, hat sie mehrfach besucht. Sie hat ihm dann nach mehreren Besuchen erst sehr zögerlich eingestanden, wer sein Vater ist. Sie wollte offenbar nicht, dass er es weiß und hat ihn auch ganz eindringlich darum gebeten, keinen Kontakt zu ihm aufzunehmen. Daran hat er sich nicht gehalten. Er hat Otto Frank aufgesucht in Basel, hat ihn kurz vor dessen Tod noch zweimal besucht, hat nicht die erhoffte Bestätigung von ihm bekommen. Allerdings bei seinem zweiten Besuch habe ihm Otto Frank einen Scheck überreicht in Höhe von 2000 Schweizer Franken. Und das hat Raphael Maria Goldstein dann doch als Anzeichen gesehen, dass diese Geschichte wahr sein könnte. Das war jetzt die Geschichte seines Manuskriptteils. Mhm. Und jetzt kommt wieder deine Recherchegeschichte, wie du jetzt weiter recherchierst. Also das Buch wechselt sich ab zwischen seinem Manuskript und meinen Recherchen, die ich etwas romanhaft in der dritten Person geschrieben habe. Es passiert jetzt allerhand in den Textteilen von Raphael Maria Goldstein, aber ich als Journalistin oder die Journalistin ist immer noch in seinem Arbeitszimmer in Köln, hat inzwischen die Hilfe von dem Sohn seiner Frau bekommen, aus einer anderen Beziehung, dem Filiastro. Er nannte ihn immer Filiastro. Und die beiden sind jetzt dabei, an einem Nachmittag die Dokumente durchzusuchen, auf der Suche nach irgendeiner Bestätigung, einer Adoptionsurkunde, Briefen von Esther Goldstein oder Otto Frank. Oder an sie. Auf jeden Fall, sie suchen schon seit einigen Stunden und sie finden eigentlich nichts, was sie gebrauchen könnten. Da setzt jetzt das nächste Lesestück ein. Raphaels Manuskript scheint fast die einzige Quelle, um etwas von seinem Leben in den Händen zu halten. Die Ausbeute des Tages ist kläglich. Unvollständige berufliche Unterlagen, sorgfältig abgeheftete Korrespondenzen, aber nicht die Briefe seiner Mutter Esther, dafür eine Fotografie von ihr und etliche Fotos aus seinem Leben als Norbert Burger. Das war der Name, mit dem er aufgewachsen ist. Sie hat die gebildeten Materialhäufchen mit Post-its versehen. Sie nimmt sich den vielleicht wichtig Packen noch einmal vor. Es sind nur ein paar lose Blätter, darunter die Geburtsurkunde seiner Tochter Milena von 1983. Und eine Geburtsurkunde seiner Adoptivmutter, Franziska Burger, die ihr bei der ersten Durchsicht schon in die Hände geraten war. Sie hatte sie aber achtlos wieder zur Seite gelegt, spontan auf den Unwichtigstapel, dann zögerlich doch auf vielleicht wichtig. Sie hält die Seite in den Händen, liest sie. Einmal, zweimal. Es sind nur wenige Worte. Sie erstarrt. Der Filiastro blickt sie fragend an. Sie schaut auf das Papier und wieder zu ihrem Gegenüber. Wie konnte sie das überlesen haben? Sie holt den Moment zurück, als sie das Papier das erste Mal in den Händen hielt. Genau,
Sie hatte als erstes die Geburtsurkunde der Tochter entdeckt. Milena Maria G., weiblichen Geschlechts, ist am 1983 in Duisburg geboren. Eltern Norbert Hans Burger und Annette G., beide wohnhaft in Duisburg. Anschließend hatte sie die zweite Geburtsurkunde zur Hand genommen, den Namen seiner Adoptivmutter gelesen und sie für uninteressant befunden. Sie war analog zur anderen Urkunde davon ausgegangen, dass es sich um die Geburtsurkunde von Franziska Burger handelt, weil ihr Name oben anstand. Jetzt sieht sie, die Urkunde ist datiert auf den 1. März 1949. Sie liest weiter mit erhobener Stimme: Die Franziska Maria Burger, geborene Herald, katholisch, wohnhaft in Duisburg, bei ihrem Ehemanne, Ehefrau des Betriebsführers Gaius Johann Burger, katholisch, wohnhaft in Duisburg, hat am 26. Februar 1949 im St. Marien-Krankenhaus einen Knaben geboren. Das Kind hat folgende Vornamen erhalten: Norbert Hans, eingetragen auf schriftliche Anzeige des Leiters des vorgenannten Krankenhauses. Stille. Ist das Raphaels Geburtsurkunde? Der Filiastro blickt sie an, sein kleiner Hund tippelt aufgeregt zwischen ihnen hin und her. Er ist augenscheinlich der Einzige, der seiner Freude über den Fund Ausdruck verleiht. Sein Herrchen greift ihn mit einer Hand und drückt ihn eng an sich. Nochmals ein vergewissernder Blick. Es ist Raphaels Geburtsurkunde, kein Zweifel, die ihn als Sohn von Franziska und Johann Burger ausweist. Er war gar nicht adoptiert, spricht sie langsam jedes Wort leicht betonend aus. Sie steht auf, durchquert nervös den Raum, in Bewegung ordnen sich die Gedanken leichter. Der Filiasto spricht beruhigend auf sie ein. Das muss ja nicht gleich heißen, dass er der leibliche Sohn war. Genau, sie bleibt abrupt stehen. Ich bin mir sicher, schon einmal gelesen zu haben, dass Adoptivkinder in ihrer Geburtskunde die Adoptiveltern wie Leibliche aufgeführt haben. Sie atmet tief. Das müssen wir noch einmal genau recherchieren, beschwichtigt sie in erster Linie sich selbst. Sie starrt auf die Urkunde. Es ist eine beglaubigte Kopie, ausgestellt am 6. September 1996. Es könnte eine völlig normale Erklärung für diese Geburtsurkunde geben, die keinesfalls eine vorherige Adoption ausschließt. Sie weiß, wie trügerisch Rechercheergebnisse sein können und wie wichtig es ist, jede Information genau zu hinterfragen. Ich habe es geahnt, dass da etwas nicht stimmt, sagt der Filiastro. Diese Bluttransfusionsgeschichte, dass die Burgers Blut spenden sollten und sich dann herausstellte, dass die Blutgruppe nicht übereinstimmt. Seine Aufregung scheint sich mehr aus der Freude zu speisen, Recht gehabt zu haben, als aus der Empörung, dass Raphael alle angelogen haben könnte. Ich habe mich schlau gemacht. Eltern werden grundsätzlich nur in Ausnahmefällen als Spender genommen. Es gibt sogar ein erhöhtes Risiko einer Abstoßungsreaktion. Er schüttelt immer wieder den Kopf. Diese ganze Geschichte konnte nicht stimmen. Und warum hast du das nicht gleich gesagt, dass dir das komisch vorkommt? Er lächelt entwaffnend. Klar, er wollte keine Verdächtigungen gegen den Mann seiner Mutter erheben. Die beiden rätseln, verlieren sich in Spekulationen. Wenn er tatsächlich nicht adoptiert wurde, dann gäbe es auch keine Mutter Esther Goldstein, infolgedessen auch keinen Otto Frank als geheimen Vater. Natürlich waren da sehr viel Zweifel an der Plausibilität seiner möglichen Verwandtschaft für Familie Frank. Raphael selbst wusste ja nicht, ob Esther ihm die Wahrheit gesagt hatte. Aber dass die Story schon an der Basis bröckelte, das hatte sie nie und nimmer in Erwägung gezogen. Ich bin auch fertig. Also wir haben noch ganz kurz Zeit, um über das Buch zu reden. Mhm. Also es kommt tatsächlich raus, dass die Geschichte überhaupt nicht stimmte von Anfang an. Und jetzt geht eben, man könnte denken, okay, jetzt ist dieses Buch fertig, aber jetzt geht eine unglaublich spannende Recherchereise los, wo eben, vielleicht kannst du noch mal kurz drüber sagen. Ich habe mich dann natürlich erstmal auf die Suche gemacht, stimmt, ist das mit der Adoption richtig? Gibt es vielleicht noch Verwandte, die ich aufspüren kann? Habe ich dann auch gefunden. Ich bin dann eigentlich von einer Spur zur nächsten getragen worden und habe dann festgestellt, dass nicht nur diese doch sehr spektakuläre Herkunftsgeschichte nicht stimmt, sondern dass eigentlich ein großer Teil seiner Vita nicht stimmte. Seine gesamte berufliche Vita, die sehr renommiert war. Er hat als Schauspiellehrer am Max-Reinhardt-Seminar in Wien gelehrt, hat er gesagt, an der Ernst Busch in Berlin, also an den großen Städten des Schauspiels.
Und wirklich einen Anruf nach dem anderen zeigte, es stimmte nicht. Es stimmte nicht. Er war Schauspiellehrer, er war auch an Schauspielinstituten, aber wie gesagt, es ist der Anfang einer sehr spannenden, sehr langen Recherchereise, einer über zweijährigen, in der ein Kartenhaus sowas von komplett zusammengefallen ist. Ja, du besuchst ja auch noch einen oder interviewst einen Psychologen. Da geht es ja um die Frage, was ist es überhaupt? Und das war der Grund, das hat uns so interessiert an der Geschichte, weil wir ja viel über Biografien und über biografisches Erinnern arbeiten, aber eben auch über die Nähe von Erinnerung und Fiktion, was ja immer wieder bei jedem auftaucht. Und das war eben die Frage, die uns eigentlich daran interessiert hat. Das war ja eine sehr sympathische Persönlichkeit. Ja, ich kannte ihn ja, natürlich. Er war ein netter, sympathischer Mann. Und du bleibst ja, man bleibt bis zum Schluss ungewiss, hat das jetzt wirklich selbst geglaubt? Also das ist das, was bis zum Schluss eigentlich ein großes Thema bleibt. Ja. Also es ist eine aufregende Recherchereise mit sehr vielen Menschen, die ich befragt habe, die sehr viel noch dazu erzählen können und die letztendlich eigentlich ganz viele Türen öffnet für jeden Leser, um sich sein eigenes Bild von diesem Mann zu machen. Hm. Genau. Ja. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank.
Ja, tut mir leid, dass wir ein kleines bisschen uns verzögert haben. Wir hatten gerade eine Besuchergruppe aus Aachen mit Buchhändlern am Stand und die gerne wissen wollten, wie das so ist mit dem Büchermachen. Das ist toll, das hat auch wahnsinnig Spaß gemacht, aber dadurch musstest du leider kurz warten auf mich. Ne? Ja, heute eine Lesung mit Frauke Buchholz, eine Autorin aus Aachen. Wir haben bisher 3 Bücher von ihr gemacht. Frostmond war das erste. Dann kam Blutrodeo und als letztes oder als aktuellstes, aus dem auch heute vorgelesen wird, ist dann Skalpjagd. Und alle 3 Bücher spielen in Kanada. Und in allen 3 Büchern hat die indigene Bevölkerung, die First Nations, eine wesentliche Rolle. Und man erfährt in jedem Buch etwas über einen bestimmten Aspekt, den man vielleicht sonst so nicht wahrnehmen würde. Das ist nicht immer das Entscheidende an dem Buch, aber ich finde es bei Büchern, ob jetzt Roman oder Kriminalroman, immer gut, wenn noch etwas da drin ist, was einen etwas nahe bringt, mit dem man sich vielleicht sonst nie beschäftigt hätte. In Frostmond zum Beispiel ist ein Teilaspekt, dass es ein Highway gibt und auf einem Teilstück dieses Highways sind sehr viele indigene Frauen verschwunden beim Hitchhiking, also beim Trampen. Und über eine lange Zeit hat die kanadische Polizei wenig Interesse gezeigt, das aufzuklären, weil es eben nicht das weiße Püppchen ist, sondern weil es indigene junge Frauen sind. Und das ist etwas, was man sonst so nicht erfahren hätte. Und wenn man das in einem Kriminalroman, in einer spannenden Geschichte erfährt, dann bleibt doch etwas davon hängen. Dann hat man das plötzlich mal gehört. Oder im Blutrodeo gibt es in Kanada, das ist ja ein gigantisch großes Land und trotzdem gibt es schon eine sehr, sehr große Fläche, wo man Sand abbaut, um Öl zu gewinnen. Und es bleibt ein riesiges, riesiges Gebiet von giftiger Gülle über, was zufälligerweise genau da ist, wo die Indigenen ihr Reservat haben. Stört in Kanada anscheinend auch keinen. Also Sie sehen, also unabhängig von diesen Geschichten, von diesen spannenden Geschichten, ist es auch sehr lehrreich. Und das kann ein Kriminalroman wirklich gut aufgreifen, weil ich auch immer wieder gefragt werde, warum ist der Kriminalroman so populär? Der Kriminalroman kann Themen aufgreifen, die gesellschaftspolitisch relevant sind, die gerade im Gespräch sind oder gerade, die noch nicht bekannt sind. Und über diese spannende Geschichte beschäftigen wir als Leser uns sehr gerne damit. Und da kann der Kriminalroman Spannung und Erkenntnisgewinn gut zusammenführen. Und ich finde, das ist Frauke Buchholz immer gut gelungen und auch in ihrem neuen Fall, in Skalpjagd. Und ich glaube, das Beste ist, wenn du einfach etwas liest. Ja, herzlichen Dank fürs Kommen, fürs Zuhören, für die nette Einführung. Ja, ich lege einfach mal los, damit Sie auch wissen, warum dieser Buchtitel Skalpjagd heißt. Frank Lombardi, 22. September, Vancouver. In seinen 28 Dienstjahren hatte Frank Lombardi schon so viele Tote gesehen, dass er aufgehört hatte, sie zu zählen. Erschlagen, erstochen, erschossen, ertränkt, zu Tode gefoltert. Vergiftet, erhängt, verblutet, zerschmettert beim Sturz von Gebäuden und Brücken. Mordopfer, Selbstmörder, Junkies. Wenn ihm die Gesichter der Toten in manchen Nächten wie die Fratzen eines Hieronymus Bosch-Gemäldes durch den Kopf spukten und den Schlaf raubten, ertränkte er sie in Martinis und Fernet Branca am Tresen des Paparazzi. Dass trotz des hochtrabenden Namens nur eine bessere Spelunke südlich der East Hastings Street war und dessen Besitzer, ein Italiener namens Enzo, ihn Commissario nannte, obwohl er nur ein einfacher Inspektor war. Doch seit der Sache mit Gina waren seine Besuche im Paparazzi häufiger geworden und die Anzahl der geleerten Gläser war exponentiell gewachsen. Es war Freitagabend, ein grauer Septembertag mit Nieselregen und er hatte Bereitschaftsdienst. Doch Frank kippte bereits den zweiten Drink, als sein Handy vibrierte. Zunächst dachte er, es sei das Kribbeln in seinen Händen, die fahrig auf seinen Oberschenkeln auf- und abrutschten, ein Tick, eine frühe Form von Delirium tremens. Doch als das Vibrieren nicht aufhörte,
zog er es hastig aus der Hosentasche. Sein Herz pochte bis zum Hals und er verspürte einen vertrauten Adrenalinstoß aus Hoffnung und Panik. Gina? Tracy? Doch dann Nora Jacksons raue Nikotinstimme, die ihm sagte, dass unten am Fraser River eine skalpierte weiße Frau in einem Indianer-Tipi gefunden worden sei und er sofort kommen müsse. Zuerst glaubte er einen blöden Scherz. Doch als sie ihm die Adresse gab und die Stelle beschrieb, dachte er bloß noch Scheiße. Er hatte zu viel Promille im Blut, um sich selbst hinters Steuer zu setzen, also blieb ihm nichts anderes übrig, als Nora Jackson zu bitten, ihn am Paparazzi abzuholen, was sie mit einem Grunzen quittierte, das seiner Erfahrung nach nichts Gutes verhieß. Zum Glück war die Meldung gerade erst reingekommen und Nora noch nicht am Tatort. Während er auf sie wartete, kippte er vorsorglich einen letzten Fernet Branca, um sich gegen das Gespenst, das am Ufer des Fraser River auf ihn wartete, zu wappnen. Dann zahlte er und ging vor die Tür. Er stellte sich in den Hauseingang und zündete eine Zigarette an. Der Regen fiel in feinen, dünnen Strichen. Es war 18.23 Uhr und im schwindenden Tageslicht spiegelten sich die roten Lichter der vorbeifahrenden Autos in den schlierigen Pfützen auf dem Asphalt der Straße. Ein Gefühl von Trostlosigkeit sprang ihn an und er kämpfte gegen den Drang, zurück zum Tresen zu gehen und sich sinnlos volllaufen zu lassen. Eine Zigarettenlänge später hielt der Polizeiwagen mit quietschenden Reifen. Frank riss die Tür auf, sprang auf den Beifahrersitz und Nora Jackson raste los. Sie hatte das Martinshorn eingestellt und das schrille Geheule der Sirene erspart ihm ihr Genörgel. Nicht, dass es ihn sonderlich beeindruckt hätte. In den 12 Jahren seiner Ehe hatte Frank Lombardi gelernt, sich gegen weibliches Genörgel zu immunisieren. Es hatte viele infektiöse Steine des Anstoßes gegeben. Zu wenig Geld, zu wenig Zeit, Wochenenddienste, Nachtschichten, Überstunden, zu wenig Rücksicht, zu wenig Feingefühl, zu wenig Fantasie im Bett, zu wenig Urlaub, zu wenig Spaß. Alles seine Schuld. Dann hatte Tracy die Scheidung eingereicht und war mit Gina in das Kaff im Okanagan Valley gezogen, aus dem sie stammte. Hin und zurück 8 Stunden Fahrt von Vancouver. Gina war 9. Sie wurde scheu und abweisend. Frank war sicher, dass Tracy das ihrige tat, um sie ihm zu entfremden. Seine Besuche wurden seltener. Irgendwann brach der Kontakt ab. Bis vor jenem Tag vor 3 Monaten. Kannst du noch geradeaus gehen? Nora Jacksons böser Blick. Anscheinend waren sie angekommen. Nora hatte den Dienstwagen am Straßenrand vor einem grau gestrichenen Holzhaus geparkt und hiefte ihre gut 120 Kilo aus dem Sitz. Die Gegend war einsam, die Fenster des Hauses dunkel. In der Einfahrt parkte ein schwarzer Toyota Minivan. Niemand war zu sehen. Ich versuch's mal, sagte Frank, sonst musst du mich tragen. Nora schnaubte durch die Nase. Er hielt ihr seine Packung Marlboro entgegen, sie griff zu und er gab ihr Feuer. Ein Friedensangebot. Dann zündete er sich selbst eine an und sie nahmen ein paar tiefe Lungenzüge und beobachteten den Rauch, der in den anthrazitfarbenen Himmel aufstieg, während der Regen unablässig durch die Bäume tropfte. Er arbeitete jetzt seit 7 Jahren mit Nora Jackson zusammen. Sie waren ein gutes Team. Und trotz oder gerade wegen ihrer schroffen Art mochte er sie. Pass bloß auf, dass du kein Alkoholproblem bekommst, Frank, sagte sie. Aye, aye, ma'am. Frank legte in einer theatralischen Geste die Hand aufs Herz. Kanaille, sagte sie. Doch es klang fast ein wenig liebevoll. Selbst nach unzähligen gemeinsamen Einsätzen war so ziemlich das Einzige, was er über ihr Privatleben wusste, dass Nora ihren Mann vor vielen Jahren vor die Tür gesetzt hatte. Er hatte gesoffen und es gab Andeutungen von häuslicher Gewalt und seitdem ihre 3 Kinder allein großzog. Wenn sie ihn jemals erwähnte, was selten genug vorkam, nannte sie ihn stets diesen verfluchten Nigger. Und als Frank sie einmal darauf hinwies, dass das N-Wort tabu sei, fauchte sie ihn an, er solle bloß seine verdammte weiße Fresse halten und eine schwarze Frau mit Predigten über Rassismus verschonen. Die Funde um Hüften und Po hatten sich bei ihr genauso vermehrt wie bei Frank die abendlichen Promille. Doch scheiß drauf, dachte Frank.
Mit irgendwas musste man den Zumutungen des Lebens ja trotzen. Nora setzte sich jetzt mit einer erstaunlichen Behendigkeit in Trab und Frank folgte ihr Richtung Fraser River. Das Gelände war unwegsam. Es war schon dämmerig geworden und sie kämpften sich durch allerlei Gestrüpp, bis sie das Flussufer erreichten. »Es muss irgendwo hier sein«, schnaufte Nora. Die Meldung kam vor einer knappen Stunde. »Zwei Jungen haben die Tote gefunden, wohnen in der Gegend, sind hier herumgestromert und haben ein Indianer-Tipi entdeckt. Als sie reingingen, lag da die skalpierte Frau. Schrecklich.« Nora schüttelte sich so, dass ihr imposanter Busen wie ein Schiff auf stürmischer See hin und her wogte. »Sind dann wie von allen Teufeln gehetzt nach Hause gerannt.« Die Eltern haben sofort die Polizei gerufen. Die örtliche Streife war gerade bei einem Einsatz, tödlicher Autounfall, also haben sie das Gespräch gleich an mich weitergeleitet. Die Ortsbeschreibung war etwas vage, doch wen wundert's? Hast du die Adresse der beiden? Franks Kopf arbeitete allmählich wieder auf mehreren Zylindern. Ein frischer Wind kräuselte die Wasserfläche des Flusses und der unaufhörliche Regen durchnässte seine Jacke. Vielleicht war es ja nur ein blöder Joke. Nein, sagte Nora, das war kein Scherz. Der kleinere der beiden Jungen musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er ist erst 10, Schockzustand. Okay, sagte Frank. Dann begeben wir uns mal auf Spurensuche, Lederstrumpf. Nora grinste. Ihr Job hatte sie beide zynisch gemacht. Doch Zyniker waren nur enttäuschte Idealisten, dachte Frank. Als er mit 17 seine Ausbildung bei der RCMP begonnen hatte, hatte er sich vorgestellt, dass er wie James Bond im Dienste ihrer Majestät auf abenteuerliche Weise Verbrecher jagen und die Welt zu einem sicheren Ort machen würde, doch es waren nichts als romantische Flausen im Kopf eines grünen Jungen gewesen. Am Ende hatte der Job ihn seine Ehe und seinen Seelenfrieden gekostet. Ein Trampelpfad aus niedergedrücktem Unkraut führte das Flussufer entlang. Nach etwa 50 Metern ragte hinter dichtem Gestrüpp ein Holzgestänge in den grauen Himmel. Sie zwängten sich durch die Büsche und standen vor einem großen Zelt, das aussah wie ein traditionelles Indianer-Tipi, nur dass es statt Büffelhäuten Planen aus weißem Segeltuch hatte. Nora knipste eine Taschenlampe an und leuchtete die Gegend ab. Niemand war zu sehen. Sie ging zum Eingang des Tipis und schlug die Plane zur Seite. Der Lichtkegel huschte unruhig hin und her, dann verschwand sie im Inneren. Frank zog die Pistole aus dem Halfter und entsicherte sie, bevor er Nora folgte. Bis auf ein paar Plastikstühle war das Zelt leer. Auf dem Boden lag eine Frau. Nora hockte neben ihr und ließ das Licht langsam über ihren Körper gleiten. Frank trat näher. Lange, schlanke Beine, blutbeflecktes Kleid, blonde Zöpfe. Im Kegel der Taschenlampe erschien das Gesicht. Die Augen waren starr, die Lippen bleich. Sie war schön gewesen, doch jetzt sah sie aus wie ein Zombie. Jemand hatte ihr die obere Kopfhaut abgezogen, als hätte er ein Karnickel häuten wollen. Frank musste würgen. Ein weiteres Gespenst für die Hieronymus-Bosch-Galerie. Der Schwall kam unverhofft und ergoss sich in einer braunen Flut aus Fernet Branca und Hotdog-Brocken auf den Boden. »Vorsicht, Frank«, sagte Nora ungerührt, »versau bloß keine Spuren. Ruf die Kriminaltechnik an und gib die genauen Koordinaten durch. Sie sollen sofort kommen.« Nora begutachtete den Oberkopf der Toten, ohne mit der Wimper zu zucken. »Eine skalpierte, schneeweiße Lady«, Nora schnalzte mit der Zunge. »Was für eine Sauerei. Vielleicht sollten wir General Custer rufen und den Wilden die Kavallerie auf den Hals hetzen.« Ihre Stimme triefte vor Sarkasmus. »So ein süßes, blondes Engelchen zu ermorden. Pfui Teufel!« Frank dachte, dass Nora manchmal ein richtiges Biest sein konnte, doch er verkniff sich eine Bemerkung. Sein Magen fühlte sich noch immer flau an und er hatte einen ekelhaft sauren Geschmack im Mund, aber sein Kopf war jetzt wieder klar. Er zückte sein Handy und benachrichtigte die Spurensicherung, während er sich in dem Tipi umblickte. In der Mitte gab es eine Feuerstelle, in der noch ein paar halb verkohlte Holzscheite lagen. Der Boden war mit Fichtenreisig ausgelegt worden, das an einigen Stellen zerdrückt war. 7 alte Plastikstühle waren in einem losen Kreis angeordnet. Das war's.
Was ist das hier? Fragte Frank. Ein Boy Scouts Camp. Ein Abenteuerspielplatz. Und wer ist die Tote? Nora zog ein paar Plastikhandschuhe aus der Innentasche ihrer Uniformjacke und streifte sie über. Sie tastete vorsichtig den Körper der Frau ab. Nichts, sagte sie. Kein Ausweis, kein Handy, kein Portemonnaie. Sie leuchtete den Boden des Tipis ab. Wahrscheinlich steckte alles in ihrer Handtasche. Und wahrscheinlich hat der Täter sie mitgenommen. Frank nickte. Er deutete auf die Plastikstühle. Sieht nach einem Meeting aus. Anscheinend war sie nicht alleine hier. Nein, sagte Nora. Irgend so ein Powwow oder so. Das Engelchen hat sich Zöpfe geflochten und Indianerohrringe in die Läppchen gehängt. Süß! Frank schnaubte. Nora ging entschieden zu weit. Nur, dass sie jemand erstochen und skalpiert hat, sagte er. Oder findest du es etwa auch süß? Nora schwieg beleidigt. Wir sollten herausfinden, wie sie heißt und was sie hier getrieben hat, sagte sie schließlich. Schauen wir als erstes, ob es eine Vermisstenanzeige gibt. Solche Engelchen haben ja meistens jemanden, der sie sehr lieb hat. Frank musste sich bremsen, ihr keine reinzuhauen. An manchen Tagen war Nora unausstehlich und heute war einer davon. So viel stand fest. Das Wochenende war versaut. Befragung der beiden Jungen, Spurensicherung, Forensik, Presseinformation, akribische Recherchen, um die Identität des Opfers festzustellen. Sie würden durcharbeiten. Manchmal konnte er Tracy sogar verstehen. Er würde sich selbst auch verlassen, wenn er könnte. Doch er war wie alle an sein Ich gekettet und musste sich selbst ertragen. Während sie auf die Kollegen der Kriminaltechnik warteten, trat Frank vor das Tipi und zündete eine Zigarette an. Inzwischen war es dunkel geworden. Es nieselte noch immer und am Himmel zeigte sich kein einziger Stern. Der Fraser River lag wie ein schwarzes Band hinter den gefiederten Blättern der Büsche und irgendwo erklang das monotone Gezirpe eines Regenpfeifers. Die Angst legte sich wie eine Klammer auf Franks Brust und drückte ihm die Luft ab. Nebelschwaden waberten über der dunklen Wasserfläche des Flusses. Wo war Gina? Lag auch sie irgendwo verblutet in einem Ufergebüsch? Ja, so fängt es an mit einer skalpierten Frau und das wirkt natürlich wie ein Anachronismus in der Großstadt Vancouver. Und was steckt dahinter? Diese Story hat eine Vorgeschichte. Es geht um meinen Protagonisten, der alle drei Bände wie ein roter Faden durchzieht. Und das ist der Profiler Ted Garner. Ted Garner hat nach dem zweiten Fall, bei dem der ihn beinahe das Leben gekostet hat, beschlossen, aus dem Polizeidienst auszutreten und eine eigene psychotherapeutische Praxis zu eröffnen. Und um seine Kenntnisse aufzufrischen, hat er an einem Psychotherapeutenkongress in Vancouver teilgenommen. An der Hotelbar hat er eine der Referentinnen kennengelernt, eine österreichische Psychotherapeutin namens Dr. Hofstetter. Und Dr. Hofstetter ist ein bisschen esoterisch angehaucht und geht so alternative Wege in der Therapie und hat Garner dazu überredet, an einer Peyote-Zeremonie mit einem indigenen Medizinmann teilzunehmen, um sein Bewusstsein zu erweitern und einen besseren Zugang zu seinem inneren Selbst zu bekommen. Und Garner hat sich darauf eingelassen und er ist mit Dr. Hofstetter zu diesem abgelegenen Tipi am Ufer des Fraser River nachts gefahren und hat an dieser Peyote-Zeremonie teilgenommen. Er hat dieses Peyote konsumiert, er ist high geworden, er hat einen Horrortrip erlebt und er hat einen totalen Blackout und als er am nächsten Morgen erwacht, ist er alleine in dem Tipi. Und Dr. Hofstetter liegt tot und skalpiert neben ihm. Er selber hat ein Jagdmesser in der Hand und denkt erstmal, dass er der Täter ist. Nun wäre aber Ted Garner nicht Ted Garner, wenn er sich der Polizei stellen würde, denn er ist ziemlich tough und ziemlich cool und er hat auch schnell seine Zweifel. Er fragt sich, wem das Jagdmesser gehört, ihm gehört es nicht. Und er möchte unbedingt herausfinden erstmal, was in der Nacht passiert ist. Und so begibt er sich, er taucht unter in Chinatown, er hat auch nicht viel Geld, in einem etwas heruntergekommenen Motel
und er begibt sich auf die Suche nach diesem Medizinmann. Es ist seine einzige Fährte. Gleichzeitig haben wir ja eben gehört, dass eben Frank Lombardi und Nora Jackson von der Royal Canadian Mounted Police, also der Kripo Vancouver, die Leiche finden. Und sie finden auch relativ schnell heraus, dass Ted Garner der Letzte war im Hotel, der mit Dr. Hofstetter gesehen wurde. Und sie heften sich auf seine Fährte. Und so entwickelt sich so ein sehr spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Ermittlern und Ted Garner, wobei Ted Garner immer ein ganz, ganz kleines Stückchen voraus ist. Ja, Ted Garner hat eine Spur gefunden, die ihn zu diesem dubiosen Medizinmann namens, wir kennen nur den Namen, Vernon Sundog, zu führen scheint. Und er hat einen Tipp bekommen, dass er ein Haus auf Vancouver Island hat. Und er setzt über auf Vancouver Island und es gibt dort noch, er geht immer weiter in die kanadische Wildnis des Westens. Und dieser Mann, niemand kennt diesen Mann auf der Insel, aber er bekommt einen Tipp, er sucht einen Mann, der heißt Sonny Russell. Er denkt, dass Sonny Russell Vernon Sundog ist und er sucht ihn. Der Roman ist aus wechselnden Perspektiven zwischen Garner und Lombardi geschrieben und das nächste Kapitel, es ist nur ein Teilkapitel, ist halt aus der Perspektive von Garner, der jetzt in die Wildnis geht. Er fuhr die Straße zurück nach Tofino, bis er den Hafen erreichte. Ein kleines rot-weißes Motorboot mit der Aufschrift Water Taxi lag zwischen Yachten, Fischkuttern und Wasserflugzeugen an der Pier. In der Kajüte saß ein junger Typ in einem Armeeparker und starrte wie hypnotisiert auf sein Handy. Garner sprang an Bord und der Youngster blickte hoch. Er öffnete die Tür, lächelte breit und fragte, »Wohin, Sir?« »Mears Island«, sagte Garner. Der junge Mann nickte und warf den Motor an. Garner setzte sich auf den schmalen Sitz neben dem Steuer. Tuckernd liefen sie aus dem Hafen aus. In dem starken Wellengang schaukelte das Wassertaxi heftig auf und ab und die Gischt und der Regen schlugen klatschend gegen die Vorderscheibe. Das nur ein paar hundert Meter entfernte Ufer der gegenüberliegenden Insel war in dem dichten Nebel, der von den Bergen herabwaberte, kaum zu erahnen. Garner kämpfte gegen die Übelkeit an und blickte angestrengt in die Ferne. »Gehen Sie wandern im Wanatchos Tribal Park?«, fragte der Typ. »Ja«, log Garner. »Schönster Park in der Gegend«, meinte der Youngster. »Im Sommer mache ich manchmal Führungen und Bootstouren für Touristen. Kenne die Gegend wie meine Westentasche. Bin hier aufgewachsen. Sind Sie das erste Mal auf der Insel?« Garner nickte. Er überlegte einen Moment, ob er nach Sundog oder Sonny Russell fragen sollte, entschied sich aber dagegen. »Manche der Bäume sind über 1000 Jahre alt«, sagte der Typ, während er das Boot geschickt durch die Wellen steuerte. In den 1980ern gab es einen regelrechten Krieg hier oben zwischen Umweltschützern, Indigenen und dem Macmillan-Konzern, einer der hiesigen Holzgiganten. Er zog eine Schachtel Marlboro aus der Jackentasche und hielt Garner die Packung hin. Garner legte dankend ab. Die Regierung von BC hatte Macmillan damals erlaubt, dass 90% der Bäume auf Mears Island abgeholzt werden dürften. Nur durch die heftigen Proteste konnte der Regenwald bewahrt werden. Heute ist er eine Touristenattraktion. Er zündete sich selbst eine Zigarette an und der Qualm umnebelte Garners Kopf. Garner schwieg und starrte weiter auf das allmählich näher rückende Ufer. »Wenn das Wetter so schlecht bleibt, können Sie im Lone Cone Hostel übernachten«, fuhr der Youngster fort. »Liegt in der Nähe von Kakavis, eine der beiden einstigen Siedlungen auf der Insel. Offensichtlich genoss er die Rolle des Touristenguides. Früher befand sich auf dem Gelände eine Residential School. Indigene Schüler, die aus anderen Internatsschulen abgehauen waren, wurden oft hier hingeschickt, weil es so abgelegen war. Die Schule wurde 1983 geschlossen und brannte kurz danach ab.« Er grinste. »Vielleicht hatte ja jemand schlechte Erinnerungen.« »Ich übernachte nicht«, sagte Garner. Sie hatten das Ufer erreicht und das Boot legte an einem Holzsteg an. Außer dem Wassertaxi war kein anderes Motorboot zu sehen. »Können Sie hier auf mich warten?«, fragte Garner. Er zog einen 50-Dollar-Schein hervor. »Ich bin in 2 bis 3 Stunden zurück.« »Kurzer Hike«, meinte der Typ. »Naja, bei dem Mistwetter.«
Kein Problem, ist nicht gerade viel los hier im Moment. Er nahm das Geld und steckte es in die Hosentasche. Garner stieg aus. Auf dem schmalen Sandstreifen lagen ein paar Kanus. Ansonsten war das Ufer verlassen. Wellen peitschten gegen den Strand und die Luft war kühl. Der Regen prasselte auf ihn herab und durchnässte ihm nur seine Kleidung. Garner setzte sich in Trab. Auf einer Rodung gleich hinter dem Strand lag eine kleine Siedlung. Hingeduckte Holzhäuser mit abgeblätterter Farbe auf einer schmutzig-gelben Wiese. Es gab weder ein Geschäft, noch ein Café oder Restaurant. Niemand war zu sehen. Dahinter undurchdringlicher Wald und hochaufragende Berge, deren Gipfel im Nebel verschwanden. Während er die wie ausgestorben wirkende Siedlung passierte, hatte er das Gefühl, dass hunderte von Augen ihn durch die dunklen Fensterscheiben anstarrten. Am Ende der Ortschaft verwies ein verwittertes Holzschild mit der Aufschrift Big Tree Trail Hike auf einen Pfad, der in den Regenwald führte. Riesige Zedern, Hemlock- und Schierlingstannen, Eiben und Fichten ragten in die Höhe und bildeten ein dichtes, gefiedertes Dach, das eine dunkle Welt des Zwielichts schuf. Das beständige Tropfen des Wassers war das einzige Geräusch. Der Boden war von einem üppigen, schillernden Moosteppich bedeckt. Flechten, verrottende Pflanzen, glatte Steine, Felsspalten und umgestürzte Baumstämme machten den Weg rutschig und jeden Schritt zur Gefahr. Unwillkürlich tastete Garner nach seiner Waffe. Die Walter war geladen und steckte im Holster. Gegen Bären war sie untauglich. Mühsam kämpfte Garner sich voran, bis der kaum sichtbare Pfad endlich in einen mit Holzplanken versehenen, halbwegs passierbaren Wanderweg überging. Während er dem Trail folgte, konnte Garner nicht umhin, die uralten Baumriesen, denen er sich wie eine Ameise fühlte, zu bestaunen. Nach einer knappen halben Stunde gelangte er an eine Bucht. Der Regen hatte nachgelassen und Wolkenfetzen trieben über das aufgepeitschte Meer. Der Himmel schien zu brodeln und das schimmernde Licht über dem Wasser legte einen geheimnisvollen Schleier über die wild zerklüftende Küstenlandschaft. Der Blick war atemberaubend. Noch 2 Minuten, oder? Anscheinend sind wir drüber. Okay. Oh, sorry. Ja. Ja, wir ob er Sonny Russell oder Vernon Sandock an dieser Stelle findet, verrate ich nicht. Aber es wird eine sehr, sehr spannende Jagd nach dem Skaldmörder. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Genau. Vielen Dank. Die da waren. Wer noch mit uns sprechen möchte, mit der Autorin oder ein Buch erwerben möchte, wir sind jetzt da vorne, da gibt es so einen Signiertisch und da gehen wir jetzt hin und machen Platz für die Kollegen, die jetzt auch gerne lesen möchten. Sorry, dass wir leicht überzogen haben.